Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test Together von euren Gaming Dudes Suzuki und Sato. Heute mit Ys Origins vom Publisher Falcon. Oh, es gibt mehrere Charaktere. Genau. Fangen wir mit Hugo an. Mit Hugo? Einfach nur weil Hugo heißt. Ich will aber eine Frau spielen. Ja, sowieso. Was können die denn so alles? Ex-Wedding Fighter. Ja, absolut. Okay. Also eine Magier und eine Axtkämpferin. Ich bin für die Axtkämpferin, ich mag keine Magier. Ja, ist richtig. Die ist ja auch mehr, wie heißt das, ausgeglichen hier. Genau. Medium Speed, Medium Range. Ja, das geht. Nehmen wir die. Nehmen wir. Wir spielen ganz oft normal. Ich wollte eigentlich Nightmare, aber naja. Oh, der Vorfan. Ich finde es komisch, dass das Spiel komplett auf englischen Titel, also. Das ist ganz normal. Ah ja. Die haben halt keine deutsche Lokalisierung. Ist das Französisch? Was ich sagen? Ich glaube, wir haben immer noch einen kleinen Bug mit dem Ton, aber ich glaube, ihr werdet davon nichts mitkriegen. Und so schlimm ist es auch nicht, weil Französisch kommt eh Spanisch vor. Ja, ja, also bei solchen Spielen ist das nicht so schlimm. Des monstres démoniques sont apparus et ont commencé à envahir les forces diaboliques ont tout fait de ravager la terre mais tous les habitants sont sauvés dans le temple de Salomon on aurait dit la fin du monde. C'est alors la perle noire qui sauva Ys de la ruine, car elle souleva le temple dans les airs. Mais, aussitôt après ses soulagements fugitifs, les démons ont construit une autre tour. Alter, die Musik ist geil. Et une nuit de monstres aillés sont partis en direction du sanctuaire. Ys, menacé de tomber. Pire encore, un événement imprévu arriva dans le temple de Salomon. Quelle histoire! Les déesses jumelles, les descendantes de Ys ont toutes disparu. Dans une situation désespérée, les six ans ont pris une résolution. Pour constituer une équipe de recherche, ils ont organisé une sélection parmi des chevaliers et des sorciers. Enfin, les temps, ils envahiront à la terre dévastée. War das das Intro? Ja, das war das Intro, oder? Und typisch für ein Japaner-Rollenspiel war es recht lang. Jetzt kommt das zweite Intro. Das schön animierte Intro. Ja. Mit. Also das Spiel ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, das ist 2003 oder so erschienen in Japan. So lange her? Ja. Das dauert ein bisschen, bis die mal in Deutschland erscheinen, wenn überhaupt. Schöne Zwischensequenzen. Ja. Coole Musik. Mhm.
Hey, das ist sogar Bier. Episch. Ziemlich interessant auf jeden Fall erstmal. Ja. Und jetzt noch das dritte Intro? Ja, das dritte Intro. Na, das eine war ja dann die Vorgeschichte. Wie die ganze Welt so da ist. The whole life I've never been able to use magic. But I made a promise. Long ago I promised I would become a knight. I told myself I would guard those two with my life. Just as my dad did. Please, Dad, watch over me. So herzlich. Gezeichnet deine Tochter. I swear I'll become a holy knight and keep our ladies Rhea and Fenner from harm. Ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen. Oh, wir sehen Spielgrafik. Und da sind wir auch schon. Und ich habe keine Ahnung, wie man steuert. Mal gucken. Okay, Mausklicken funktioniert. Where am I? Wer spricht eigentlich wem? Where am I? Ja. Gibt ja nicht unbedingt noch ein Spiel, das so heißt. Naja. Nein. Let's see. Oh, my butt. It hurts. Okay, focus. I joined up with the search party heading down to the surface, and then what? I remember there was a sudden impact, like we hit something, or something hit us. Sollen wir das eigentlich übersetzen? Das wäre ganz schön viel Text, den wir dann übersetzen müssen. Das ist richtig. Wait, is that... Ich drücke mal eine andere Taste, mal gucken. Vielleicht hier... Ja, das geht auch. Man kann es auch mit Tastatur nur spielen. Ein Baum, vielleicht ein Weltenbaum oder sowas, wer weiß. Das ist ein großer Baum. The Elder Brower. Oder Tree. Okay, ich kann mich noch nicht bewegen. It is. It's really you, Rhoda Tree. You survived. You finally awoke me. You seem familiar to me. A friend of the goddess? Are you not? I am the name's Unica. Unica Tova. Yes, I remember now. You're a priest, Tova's granddaughter. Well, yes, I'm. But I don't really take after him. All that much. I can't even use magic. Das scheint echt ein Problem für sie zu sein. His elder Roller Tree, right? How's your younger brother? Is he alright? Yes, he's fine. Sprichst du mal den Baum? Kann ich machen. Junge. In fact, ich bin das Sort of Conversation Partner of his time, same. Ich kann nicht so schnell lesen. I bet. You always were quite the chatterbox. I must admit, when the shrine ascended, I found myself worrying about you two. I'm really glad you're both okay. The goddess gave us life, and we maintain our lives in... Oh mein Gott, sind auch so viele, Mr. Server. The bones were filmed so easy. Also das waren mehrere. But you were Tovar. When was it? I beheld a man. Ich kann nicht so schnell lesen. Am I correct in assuming when that he too? Bist du langsam? Yeah, that's my dad. Ja, du kannst einfach wegdrücken und so lange lesen wie willst. Dafür habe ich meinen Text. Behind on the surface, and bought us some time to a Solomon shrine. My grandpa says he couldn't have survived down here. I felt this essence disappear into the miasma.
Which is not to say I witnessed his death. So I guess Grandpa was right. Well, then I guess the book is closed on him. So now it's his daughter's time to shine. Oh, do you seek something from this ruined land then? Yes, we've come down to the surface in search for our ladies, Rhea and Fenna. Oder Fina? Fina, würde ich ja sagen. Yeah. A few days ago, the two of them vanished from the shrine and no one's seen or heard from them from since. I did catch sight of the goddesses. It was perhaps 3 days ago. You saw them? So Father Shion was right. They really did come to the surface. Did you see where they went? You see that tower at the foot of Mount Precious. That horrifying tower built to build with bridge. Bleah. Du bist zu langsam. Oh. Ein wilder Turm. Vor allem die Landschaft. Sort of a week I sense a sense of both goddesses in the place. What? They're in the tower? Why did you stop them? They sought the tower of their own volition? Volition. I saw no reason to intervene. Oh my god. But you know what that tower represents? Wait, we are not alone. I sense your companions, I believe. Ich will nicht mehr lesen. Companions sind das übrigens. Which companions? Who's over there? So, you will go to them? Fragezeichen. I will. I need to meet up with the others right away, so we can bring our stray goddesses back home. You must be careful to a dangerous place. No, outside. Punkt, 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 Punkt. Ja, die Outside World sehen wir eh nie. Rhoda, speak to me. Say something. No. Guess the gases are starting to flare up. With no magic of my own to fall back on, I'm afraid I just can't hear your voice anymore, old friend. Lady Rhea, Lady Fainar. Können wir jetzt gehen? Also rumlaufen? Du Baum. Oh, eine Zwischensequenz. Ist die jetzt computeranimiert? Sieht so aus. Render-Zwischensequenzen. Obwohl, gezeichnet. Schon interessant. Mhm. Ist das Isengard? Nein, ist es nicht. Isengard war physikalisch möglich. Das dann nicht. Ach, natürlich ist das möglich. So. Wo sind wir jetzt? Ist das vielleicht jetzt ein Tutorial oder so? Der Tower-Eingang. This doesn't feel right. Shouldn't there be more demons guarding the entrance? Ja, da kommst du schon. Tja, wen sprichst denn du jetzt? Okay, Shion. Wofür kenne ich den Namen? Ah, nee, nicht ganz. I suppose we should have expected suppose, this. Bitte. Was? Suppose. Dann halt. Oh mein Gott, die Aussprache. Ja, okay, ich sag nicht mehr. Ah, doch, kannst du mich ruhig korrigieren, das ist nicht so schlimm. I suppose we should have expected this, considering where we are. If only we had some of the others with us, we'd be on more even footing. Well, put up a barrier and try to hold it for as long as possible. That should buy you some time to take out the demons on that side. Fever demons means better odds, right? If I must take up arms, then so be it. Oh, sie haben uns bemerkt. Ah, aren't you... Apprentice Knight, Unica Tora, at your service. Much obliged. Obliged. Obliged.
Do what you can with these beasts. If you'd please real take care of the demons in the rooms periphery. Understood. Dino Iolia. Iolia. Come. Yeah, come. Yes, father. Right away. Okay, können wir einen Ersche treten? You rotten creatures have turned all our lives upside down and taken my dad away from me. So don't expect me to hold back. Yeah. Oh. Alter, die Musik. Ich mach ein bisschen leiser. Ja, mach ruhig. Wenn wir hier Baller im Kopf. So, also, dieser Unicus Basic Movements and Attacks. Tag, okay, der Z-Key. Swing your weapon, okay, jump. Excuse right click. Slash, attack, Wird schon klappen. Aber ich muss ja hier mit. Okay, dann mit X kann ich. Also, mit X schlage ich zu und mit, ich glaube, Y oder so. Okay. Ich kann es leider gerade nicht sehen. What is Boost Mode and how it used? Boost geht's mir und bla bla bla, ein T. Ja, halt so typisch. Ich kenne meine. Ja, aber habe ich auch einen Sprunggriff? Ja, habe ich. Ich mag das Kampfsystem, das ist einfach nur Kloppen. Mit ein paar Rollenspielwerten. Einfach nur Kloppen mit ein paar Rollenspielwerten. Ja, das ist nicht rundenbasiert. Das gefällt mir. Ich mag rundenbasiert. Ich habe jetzt auch nicht so gegen rundenbasiert, aber ich mag sowas mehr. Huff, puff. Huff, puff. Man's voice. Nicely done. Bitte männlich. Nicely done. Father, Superior, and you two are... Ja, wer hat denn Dino gesprochen? Na du. Das war ich? Ja. Okay, dann ist das der Rechte. Ja, richtig. Hey, guess there wasn't much time for introductions. Now, was there? I'm Dino. An Ecolypt... Ecolypt? Ecolypti, oder? Of Solomon Schwein. And I'm his colleague. Iolia. Mein Gott, der Name ist so kompliziert. Iolia. Der Name ist so kompliziert. I'm Unica Tova. It's nice to meet you both. Tova? Any relation to Commander Saul Tova? Oh yes, I'm his daughter. You live up to your heritage, Ren. Your fighting style is gallant and graceful. Were I to wield a battle axe of that size, well, suffice it to say I have a hard time keeping my balance, let alone hitting anything. Well, you see, I can't just use magic. So much strange is really all I have. Ah, I see. Das ist wirklich schlecht für Fantasy-Wesen oder Rollenspiel-Personen, keine Magie zu nutzen. Die haben alles nur in Stärke gepackt, nichts in Ausdauer. This young lady was kind enough to volunteer her services in search of our runaway deities. Deities. So I suggest we put forth our best effort to find them for their sakes, for ours, and for the commanders as well. The commander? Father, Superior, thank you so much. But where are the other knights and the sorcerers? Aren't they with you? I'm afraid not. Just as the surface came inside, our transport spell was disrupted by some outside force. Incendiary, as best as I can tell. Intentionally! Alter, ich lese gleich jedes einzelne Buchstaben einzeln. Dann schreibe ich just as T, Suafake. Das war doch jetzt schon. Gut, dann klicke ich weiter. Was war der Impact I felt when? It was, and whatever hit us, it blocked out all ability to control the transport, resulting in a breakdown of the entire enchantment. We were scattered in all directions and hurled down to the surface, quite unceremoniously, fought it
could have been much worse. Were it not for our individual barriers, the four alone surely would have been fettered. Whatever force knocked us from the sky originated from this tower. So we've come to determine who's responsible and for what reason. That doesn't explain why you are here, so Unica, and all alone, no less. Oh, well, about that. Unica recounted her conversation with the Rhoda Tree regarding the weather boats of the goddesses. Could that really be true? Why would they come to such a dreadful place? Vor allem der Gesichtsausdruck. Es ist natürlich die Frage, wollen wir die ganze Zeit lesen oder auch ein bisschen spielen? Oder machen wir 2 Stunden? Nee, 2 Stunden will ich auch nicht. Müssen wir nicht. Aber bei dem Spiel würde es sich lohnen auf 2 Stunden. Ich will aber nicht. Die müssen wir ja nicht heute aufnehmen. Die können wir auch morgen aufnehmen oder wann anders. Ich will trotzdem nicht. Ja, dann machen wir halt 2 Stunden, wie du sagst. Ey, ich hab Nein gesagt. Wieso, gefällt dir das Spiel nicht? Nee, es geht nicht darum. Es geht nur so, dass viele lesen. Kannst du nicht lesen? Ich kann nicht lesen. Alter. Also komm. Bis jetzt war wirklich wenig Kampf. Ja, na dann. Lies doch mal. Ja, du bist auch dran mit Lesen. Ach stimmt, ja, ich bin ja Dino. Wird er wirklich? Heißt er wirklich Dino? Ne, wie soll Dino oder was? Er hat so einen Namen, naja. I can't even begin to imagine. Father, we must find them at once. Indeed, there's no time to lose. Sadly, even with our powers pooled, our fighting skills are now much for the denizens of this weak place. We need to reassemble the search party before we can begin in earnest. Of course, you're absolutely right. May I entrust this task to you, Dino? Yes, Father. Thank you. Using the Rhoda trees as a base, I search the area via transport spare and round up everyone I can find. Dum 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 dum. Er ist weg. Was bei den anderen Dinos? As for you, young lady. Yes, Father. Superior. Where is no guarantee that a situation similar to the one we've just experienced won't recur. I'd like for you to remain here with us until the rest of our party arrives, keeping a watchful eye for any more uninvited guests. Oh, okay. Is something wrong? Well, I was kind of hoping you might let me do a little recon, just in the immediate area, of course, not too far away or anything. I'd like to get in some combat training, so I don't let down my guard if the situation gets critical. I mean, I'm just an apprentice knight, and with no magic ability whatsoever, well, I'm just kind of worried I'll get in the way, you know? Admittedly, your reasoning is sound, but I would be remiss to blindly offer consent, knowing the risks. Well, we need to learn more about this tower anyway, don't we? I mean, we barely know anything about it. Come on, please, I'm up to it. I know, I am. Very well. I shall personally explain the situation to Sir Gallian. Up on his arrival. Upon. Seriously? Oh, thank you. Thank you so very much. There's one condition, however. I must insist that you take this with you. Receive, Crystal, ein Schwert. What's this? Come over here, please, I'll show you. Eine Giraffe. Naja. It's the stature of a monster. How twisted. Just watch.
Simsalabim hokus pokus. The crystal's power purified the demon's stature. Whoa, just like that, it's a goddess stature. But how? The best way to explain it would be to say that it's been returned to its original natural form. When its assistant several goddess statues were left behind on the surface, it seems the demons must have found one, brought it here and changed it. Sought to what end, I cannot say. Das kannst du wirklich nicht. Oh, Lady Rhea, Lady Fina, I'm sorry, I said you were twisted. I didn't recognize you like that. I think it's safe to assume the other goddess statues have been brought here as well and have likely met with a similar fate. Sue the crystal. If you're to scout the tower, you may well encounter the other statues and can purify them just as I did this one. Alright, sounds easy enough. It's kind of like a portable blessing. But it's that not all. It has another function as well. It can magically transport you to any purified goddess statue within the tower in the blink of an eye. And the object itself is enchanted with this ability. Enchanted. Enchanted. Alter! Es geht ja... wollen wir nicht eigentlich einen letzten Test machen, um vernünftig zu spielen und nicht die ganze Zeit nur eine Vorlesestunde zu machen? Das gehört zum Spiel. Wir machen noch zwei Stunden. Willkommen in unserer Lesegruppe. Komm schon, ich mag das nicht. Wieso, weil du nicht lesen kannst. Richtig. Na dann lese. Enchanted with abilities, so no magic will be required in your part. Hey, das ist doch voll interessant. Guck mal, die sind jetzt in dem Turm, der hat jetzt ihre Fähigkeit gekriegt. Ganz toll. Der Dino sucht draußen noch anderen. Sounds like a lifesaver. Thank you again, Father Superior. What, a lifesaver? A lifesaver. Ich wollte aber lightsaber. Lightsaber! Oh mein Gott! And for this crystal as well. Unica, I'd like you to take this with you too. Dum dum dum. Received. Lila shell. Eine lila Muschel? Hm. A shell? Yeah, a ghost in the shell. Another magical item. In this case, it serves as a combination device. Ein Handy? Yeah. Allowing us to speak with another across any distance. Ein Handy mit immer Netz. Oh mein Gott! No matter where you may be, just talk into the shell unless I'm somehow indisposed. I'll hear you. Nee, ich hatte ein Haar im Gesicht. If you should find yourself in need of any assistance, please don't hesitate to make use of it. Neat. Thanks a bunch. I'll take good care of it. Ooh, but before I go, Father Superior, Sister Eolia. Yes, is there something else you needed? I know I kind of just stubbornly forced my way into the search party. And now I've actually managed to convince you to let me go off on my own. So I just wanted to say I won't let you down. I promise. Thanks for being so accommodating. Alter, das sind ein paar echt harte Wörter dabei. I may not ever be as great a knight as my dad was, but I'll do everything in my power to find our goddesses. You can count on me. I hope you'll be able to count on us too. We're all in this together, you know. We'll be right here if you need us. Do not hesitate to return for any reason, and may the goddesses guide your path. Please don't forget if the situation becomes dire. Use the power of the crystal. Let us bring you back to safety. I will, and may the goddesses guide your path as well. Also, können wir jetzt gehen? Cool! Du kannst gehen! Ja! Mit 60 Frames vor allem, das läuft super flüssig. Das Spiel von 2003.
Naja, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Das war bloß so Vermutung. Und mit dem Ding können wir bestimmt speichern. Du safe, ja. Mann, bist du gut. Hey, wir speichern mal. Suzuka hat Ahnung. Ja. Du hast das doch schon heilig angespielt. Gibst du? Nee. Gibst du? Du kannst es nicht verheimlichen. Guck mal, Kampfmusik. Da hörst du's. Mhm. Stirb. Aber jetzt endlich mal. Jetzt. Jetzt gibt's Action. Ja, es ist halt typischer Panorollenspiel, viel Text. Ja, auch ein bisschen ausweichen. Na gut, dass wir Krieger genommen haben. Das ist ja eine ziemlich gute Verteidigung. Ja, das ist eine Top-Pflanze, die haben immer gute Verteidigung. Level up! So, ja, haben wir überhaupt da was? An Screen, um uns hier irgendwie. Oder. Das Ganze einzustellen. Wäre es nicht irgendwie schlauer, wenn wir Licht anmachen würden? Nee. Dann würdest du aber wenigstens die Tastatur sehen. Guck mal, ich hab's doch schon. Ah ja, gut. Leertaste. Na da. So. Also Equipment, Inventory, Load, Option. Da kann er nicht lesen. Crystal, bla bla bla, Leier Shell. Load, Options. Ich mache hier einfach nochmal ein bisschen runter. Wenn es dich nicht stört. Aha. Ja. Ach, die sind hier bloß so aufgelistet. Ja, das ist so eine Art. Aber ohne dass da. Okay, da steht doch was bei. Mhm. Ja, das ist ja ganz nett. Aber brauchen wir jetzt nicht. Basics. Nein, ich brauche aber noch ein Equip-Ding. Bloß unsere Axt. Und ein bisschen Armor. Ach, kannst du gar keine Dinge zu, einstellen oder was? Was denn? Werte? Ja. Warte. Ist das passiert? Ja. Sieht nicht so aus. Die steigen automatisch. Okay. Oder ich hab. Ach nee, das ist bloß Experience, die ich im Moment habe. Oder? Ja, 160 und das nächste hast du bei 445. Ja. Lass dich bloß nicht treffen. Ich hab eben einen Spezialattacke gemacht, glaube ich. Wow. Siehst du? Das war eine Spezialattacke. Ja, ich hab gesessen. Mhm. So. Tja, aber das Spiel ist ganz interessant eigentlich. Ja, wir suchen jetzt unsere Göttinnen sozusagen. Ja. Die eine hieß Fina. Wieso leuchten die so rot? Weil die wütend sind. Die wollen Stress. Das könnte man eigentlich voll gut auch auf dem DS oder sowas umsetzen. Halt auf mobilen Geräten. Mhm, das ist richtig. Auch wenn es auf dem Handy vielleicht ein bisschen blöd wäre. Also ich glaube, da geht einiges von also von der Geschwindigkeit verloren. Mit Touchsteuerung. Das ist richtig. Aber auf dem DS? Da könnte man es definitiv machen. Also auf dem 3DS jetzt halt. This looks like one of the holy artifacts of Ys. But why would the demons have it? Acquire Cerulean Flabium. A surge of power burst forth from the artifact. Unica was granted use of the whirlwind skill. Okay. Du kannst Würfelwind einsetzen. Hä? Du kannst jetzt Würfelwind einsetzen. Gut. Normal Attack und Damage Low, Skill Attack und Charm. Some bla bla bla. Activate boost and various special attacks. Some C. Okay. Jo. Okay, das ist ja bloß eine Tasse daneben. Wow, I had no idea there was so much power in this thing. It's not really magic like the sorcerer's cast, but it's sure close enough for me. I'll take whatever I can get. Das ist das Ding. Auch immer schön, dass... Wow. Cool. Ja, wollen wir nach oben oder wollen wir unten weiter? Hol den da einen auf die Mütze. Oh, den können wir jetzt kaputt haben. Da muss man aber aufpassen. Ja, also es ist auch Geschicklichkeit ein bisschen gefragt bei den Spielen hier. Oh. Okay, am besten du spielst nur. Ja. Die blöden Pflanzen. Ja. Du rennst natürlich auch mitten rein. Ja, habe ich auch gerade gemacht. Das war Absicht. Ich wollte mal gucken, wie viel die abziehen. Ach so, okay. Kennst du ja. Mhm, kenn ich.
Mal gucken, wo geht's denn hoch? Ist das ein Schalter? Das ist ein Schalter. Hm. Okay. Ah, jetzt können wir rüber springen. Das ist ja schön. Hoffen wir mal. Nicht, dass es jetzt irgendwie mit Zeitbegrenzung ist. Ja, ich mach mich trotzdem schon mal schnell auf die Socken. Es gibt bestimmt auch noch einen Doppelsprung oder sowas. Wow. Wie willst du denn da rüberkommen? Ja, deswegen. Ich hab doch gesagt, es gibt bestimmt noch einen Doppelsprung oder sowas. Kannst du wahrscheinlich mit dem Wirbelwind irgendwie kombinieren. Kannst du? Nee, keine Ahnung. Nee. Boah, ich bin ein bisschen schneller weg. Aber es fällt schon mal nicht runter, die Platten oder so. Also einen Vorteil hat man. Hm. Sei bloß vorsichtig. Okay, ich kann es jetzt nochmal mit dem Wirbelwind versuchen. Wenn das nicht klappt, dann geht's nicht ohne einen Doppelsprung oder sowas halt. Den muss man wahrscheinlich dann durch ein anderes göttliches Artefakt lernen. Ist ja immer noch Tutorial mehr oder weniger. Ja, okay. Ne, aktiviert sie noch nicht mal da oben, also nicht so schnell. Na dann. Aber wir konnten ja, glaube ich, nach unten durch, oder? Warte. Könnte sein. Nee, okay, da müssen wir zurück. Ja. Das kann man kaputt schlagen, oder? Ja, dran kommt. Wenn du das mal treffen würdest, ja. Ja. Okay, geht. Okay. Warte. Das ist das Artefakt. A Magic Artifact. Ich habe auch. Okay. Ah, die sind ja wieder da. Die respawnen. Sägen wir uns einfach durch. Gibt es eigentlich noch einen zweiten Teil von der Spielereihe? Nicht nur einen zweiten Teil, das ist glaube ich der vierte oder fünfte in der ganzen Reihe. Ach, der hier? Spielen. Ja. Gibt es noch einen moderneren? War nicht irgendwas? Klar, da gab es noch einen Nachfolger von. Der die Vorgeschichte erzählt oder sowas, wenn es nicht Origin ist, der die Vorgeschichte erzählt. Es gibt auf jeden Fall in Deutschland zwei Teile von East, die man über Steam kaufen kann. Ah, okay. Aber es sind in Japan schon irgendwie 8 oder so erschienen. Okay, anscheinend sowas wie ein Heiltrank. Mhm. Whatever. Ja. Ach, schön draufgekloppt. So, schieß nochmal, den Typ. Rübergeflogen. So. Ja, so ist das auch gut. So, da ist noch einer. Das Kämpfen macht Spaß, finde ich. So gut? Mhm. Das ist doch schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Nach oben, oder? Ja, nach oben. Gibt's auch nichts mehr. Waren wir da vielleicht schon richtig? Hätte man da diese Feder einsetzen müssen? Welche Feder denn? Wir haben noch eine Feder gekriegt. Damit kann man doch nur Wirbelwind einsetzen. Gibt's hier noch mehr Wege vielleicht raus aus dem Tower? Also so in mehrere Abschnitte des Turms? Nee. Guck mal. Aber speichern können wir nochmal. Oh. Ja. Ja. Da ist das Spiel abgestürzt. Ja, da starten wir nochmal neu. Gerade wo du nochmal speichern willst. Ja. Stürzt ab. So ist es immer. Naja, was soll's. Aber in letzter Zeit haben wir es mit dem Abstürzen irgendwie, oder? Vielleicht habe ich auch eine falsche Taste gedrückt. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Das könnte auch sein. Oh, die Maus. Ja, das ist hier ein bisschen schräg. Falls wir die brauchen, kommt die dann rein. Ja, brauchen wir hierfür nicht. Gerade wo ich speichern wollte. Was soll's. Hey, Backup-Data. Du musst aber auch schon mal die Aufnahme starten. Ja. Sofort. Okay. Mass Effect 2 schließlich auch fast ohne Licht durchgespielt auf der Tastatur. Also wird das auch gehen. Aber deine Tastatur leuchtet. Da hatte ich die noch nicht. Okay. Ja, speichere lieber. Jahre. Auch wenn wir Backup-Data und sowas haben. Auch wenn ich das ziemlich krass finde, dass es sowas wie eine Backup-Data gibt. Ja. Das wollten wir ja noch gucken, stimmt's? Deswegen hast du den. Ja, also das war der Plan. Okay. Das passt sogar von der Zeit her. Juhu. Jetzt sind die Monster bestimmt alle wieder da trotzdem. Ja, klar.
Sind wir immer noch wieder da. Na, nicht schlimm, wir brauchen ja schließlich auch Feuer. Wir können eigentlich nochmal da oben in dieses Töpfchen gucken. Vielleicht ist da jetzt ein Artefakt drin. Oder was zum Heilen. Guck mal, ob du vielleicht ein bisschen höher springen kannst irgendwie. Nee. Man sieht jetzt das Spiel nicht schlecht, muss man sagen. Ja. Sieht doch ganz nett aus. Ja. Obwohl ich mir ein bisschen anders vorgestellt hätte. Aha, wie hättest du es dir da vorgestellt? Also ich habe mir erstens gedacht, das sind richtige Charaktere, also richtig. Also in Anführungszeichen nicht so eine Kleincharaktere wie... Das sind 2D-Dinger. Ich habe mir eher vorgestellt, dass es mehr 3D wäre. Okay. Die sind, glaube ich, wirklich nur 2D. Ich glaube zumindest, also... So. Waren wir da schon? Ja, das ist das mit dem Abkommen. Achso, okay. Das spielt sich auch schon ziemlich schnell. Das ist schön. Solange es nicht zu hektisch ist, ist es immer gut. Ja. So viel brauchen wir nicht mehr, dann sind wir Level 3. So gut. Hey, runtergekommen. Boah, das ist voll runtergebasht, ey. Ja. Oh, fett, ja. Na los, mach's kaputt! Ja. Wir fahren noch einen Wirbelangriff ein. Ja, können wir auch machen. Warst du ein Level up? Ja, wir sind Level 3. Juhu! Falsche Scheiße. Hey, die können ja nochmal eine Spezialangriff betreiben. Gibt's hier oben noch irgendwas? Wo ist denn Schalter? Ich habe das Gefühl, wir müssen diese Feder einsetzen. Geht das echt? Ja, ist das Einzige, was wir im Inventar noch haben. Und hast du einen anderen Weg gesehen? Nee, ganz ehrlich, einen anderen Weg kann ich nicht gesehen. Weißt du denn, wie man Objekte benutzt? Ja, aber guck mal, ich habe jetzt so Flammen. Hattest du die nicht von vorher? Hatte ich die vorher? Nee. Aber ich glaube auch nicht, dass es an den an der Feder lag. A major shape of allows its barrier to generate room. Ja, das bringt ja halt noch. Wow. Ja, das ist noch ein bisschen. Dann ruft doch mal mit der Shell durch. Yudica spoke into the Lila shell. Iulia's voice and showed back in response. When Ys was attacked, several sacred relics were reportedly stolen by the demons. The object you found sounds like it fits the description of one such relic known as the Curium Fabium. It's a magic totem that houses a power blast should provide you for him. Das war ein Tipp, oder? Ja. Zweifle ich. Also, dass das funktioniert. Mach mal einen Sprungangriff, bitte. Ja, Sprungangriff. Kannst du noch einen anderen Sprungangriff? Ich kann nur den. Schade. Boah, mein Gott. Mal gucken. Ich hab mal eine Idee. Das war ja schon fast knapp. Das war doch schon. Vielleicht kriegen wir es dann doch noch hin. Ja. Ja, sag ich doch. Man braucht bloß ein bisschen Skill. Zum Glück spiele ich das Spiel nicht. Ja. Ich habe nur Skill in Third-Person-Sachen. Keine Ego-Sachen? Stimmt ja. Das ist ein Skill in Ego-Shooter. Ja, doch in Ego-Shooter auch noch gerade so. Einen Hauch von Skill. Immer. Ein Buch von Zato. Ach. Geradeaus oder hier lang? Ach, mir doch egal. Einfach durchhauen. Alter, die schlägt richtig ordentlich zu. Vielleicht auch, weil wir schon Level 3 sind, aber okay.
Ja. So, dann mal Attacke. Aber es geht eigentlich relativ schnell momentan. Ja. Vielleicht hätten wir den Vorraum dann noch mitnehmen sollen. Ja, geh am besten nochmal rund. Was geht denn hier ab? Oh, Zwischengegner? What's happening? Oh mein Gott. Mein Gott, ein Menschenansaugungsding. Ah, das ist eine böse Statue. Where am I? Schon wieder. Schon wieder. It looks like a different room entirely. I guess that weird magic circle thing must have teleported me here. That's pretty sophisticated trap for a bunch of demons. Naja, immerhin ein Speicherpunkt. Mhm. Bla bla bla, mach die Statue wieder rein. Ja, wir wollen mal speichern. Was war denn eigentlich das andere? Irgendwas mit akzeptieren, oder? Ja, irgendwie gebläst zu werden, also hier. Ja, please select a blessing. Ach so, das sind hier. Einkaufen. Das Buffs, kannst du sagen. Ach, Buffs? Also Upgrades in Anführungszeichen? Ne, Buffs sind keine Upgrades. Das sind so zeitlich begrenzte Steigerungen von besonderen. Aber vielleicht ist es ja auch unbegrenzte halt. Wir wissen es nicht. There's a peculiarly shaped depression in the altar. Hier. Okay, ja, da kann man anscheinend nichts Besonderes machen. Ach ne, das ist auch der falsche. Indicator told Ela that the head been transported to another room. A teleport trap. From what you've described, it sounds like the crux of the matters. As a pulling force of a vortex in the center of the room. Give me some time to think about it and I'll see what I can come up with. In the meantime, you might as well keep on exploring. Ja, ich denke, wir müssen irgendwas reinpacken, aber wir haben ja nichts. Ja. Hm. Heiltrank verschwendet. Ist jetzt noch gar nicht eingeschlossen. Ja, das ist richtig. Ah, vielleicht musst du erst ein spezielles Objekt finden. A Potion, ja, auch wenn wir eine Potion. Na, guck erstmal weiter. Das ist der Raum, in dem wir hätten reingehen können. Wenn wir jetzt hier rauskommen. Oh, das ist doch der Raum bestimmt. Kann sein. Obwohl, da würde bestimmt nicht so ein Vieh kommen. Ja. Naja. Ein Magier. Ich dachte, hier ist kein Magier. Kann schweben, ey. Ja, kann schweben. Und wir können fliegen. Und wir können fliegen. Ach ja. Ach, schöner Spruch, schöner Spruch. Ich bezweifle fast, dass es der Raum ist. Sieht so aus, ne? Ah, es sieht auch ein bisschen ähnlich alles aus. Ja, das stimmt. Ah gut, das Spiel ist von 2003. Wahrscheinlich. Es ist ziemlich alt. Ja. Naja, ziemlich alt. Das ist halt ein bisschen älter. Bei mir fängt alt bei 2007 an. Echt jetzt? Nein. 2003. 9 Jahre ist schon ein bisschen was. Ja. Falls es wirklich so alt ist, das weißt du ja nicht. Sieht für mich zumindest so aus. Der Typ lebt noch. Ja, der kann ich teleportieren. Es ist ein Teleporter. Level up. Sind wir ja Level 4. Mhm. Cool, wir kommen ja richtig voran. Das ist gut. Ja. Vor allem die Magier bringen übrigens viel Erfahrung. Ja. Dich hauen wir auch noch nicht. Gut. Das läuft auf jeden Fall ziemlich gut. Ja. Wie du bereits sagtest. Und so. Ja. Trank. Ja, wir können nach unten oder da hoch. Gehen wir es mal runter. Ja. Oh, noch mehr Scheidewege. Ja, das ist immer schön. Wirklich? Nee. Vielleicht steigen wir wenigstens ein paar Level. Findest du da auch dauernd Upgrades irgendwie sowas? Zwischen den Sachen? Nicht. Da steht ab und zu mal STR 1 plus 1 oder sowas. Da kann es sein, das ist gleich ein Upgrade. MP plus hast du gerade bekommen, ja, irgendwie. Vielleicht fünf wirkliche Upgrades. Also naja, irgendwas braucht Status werden. Ja. Also wenn ich jetzt nicht der Einzige bin, der sieht.
Ja, ich kann mich da gerade nicht so drauf konzentrieren, was da im Kleingedruckten steht. Hey. Okay. Scheint ein Teleporter zu sein. Ja. Das ist der Teleporter. In die Hölle. Hudruff. Keine Gefangenen. Als ob ich Dämonen gefangen lassen nehmen würden. Würden sie? Wirklich? Nee. Hm, doch. Meinst du? Doch, klar, immer. Ach, diesen Springer! Das ist ja ein Springer. Naja, ich weiß, wie ich das meine. Ja, ich weiß, wie das meinst. Okay, acquired Emerald. Hey, in Minecraft könnten wir damit was kaufen. Whirlwind, Power increased. Cool. Oh. Chance the Wind Skill, the Thunder Skill, the Fire Skill. Okay. Wir haben jetzt nur den Wind Skill. Ja. Da kann man drauf machen. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. So, ohne es zu wissen. Na dann, runterspringen. Ach, zum Glück ist kein Falscher, oder? Hm? Das Tor war oben. Irgendwo oben, das ist richtig. Aber wo oben, ist ja die Frage. Nee. Mal gucken, weißt du. Na klar. Was haben wir denn hier noch? Ein Typen. Ein Typen? Und noch ein Typen. Mehrere Typen. Sieht so aus. Und der kann fliegen. Wir können fliegen. Wäre schön, wenn wir wirklich fliegen können. Ja. Vielleicht können wir das mit Oculus Rift bald. Zumindest virtuell. Und zwar richtig geil fliegen. Naja. Muss dir mal vorstellen, dann die eine Stelle aus Battlefield 3. Ja, das wird sicher ein ziemlich cool sein. Weißt du, welche Mission ich meine? Ja, hier die, naja, gibt ja bloß eine mit dem Fliegen. Genau die. Gibt sonst nur noch eine andere, wo man abspringt aus dem Flugzeug. Die Russen-Mission. Hm, ja, stimmt, da war was. Hey, cooler Ausblick. Sind wir schon oben auf dem Turm oder was? Nee, aber wir sind hier auf so einem Balkon, sag ich mal. Sicher sieht so weit oben aus. Ja, wir sind auch ein paar Treppen hochgelatscht. Das ist auch wieder richtig. Ein Special Tour. Ist hier etwas Wichtiges drin. Quiet Blue Moon Crest. Das sieht nach Armor aus. Ah, ah. Piro. Komm. Ne, kannst du vergessen. Den musste ich bringen. Klau mir nicht mein Kabel. Ich esse es auf. Das ist wahrscheinlich richtig sogar. What? Strange, if you're a demon, then why don't I feel treated by you? I actually think you're kind of adorable. Oh, ein süßes Tierchen. Are you one of the rooms, maybe? My grandpa told me about your little guys. Say the vapors outside transformed you into demons, but demon or no, you are just too cute. Ja, siehst du? Und jetzt werden wir aufgefressen. Ja. Pipiro, piro, piro, pipiro, piro. Du bist so ein Mistkerl. I'm not really trained for this. I don't have any idea what you're saying at all. Ja, aber hätte ich auch nicht. If someone from House Gamma, from House Gamma, were here, maybe we'd be able to communicate. But I wouldn't even know where to begin. Ja, House Gamma. Pipiru, piru, pipiru, pi. Pipiru, piru, pipiru, pi. Ja, sag das nochmal selber. I'm sorry, I just don't understand. House Towa has a proud legacy, but I'm afraid demon linguistics just aren't a big part of it. Oh, komm nochmal. Nee, kannst du nicht bringen, Alter. Meinst du? Wait, are you hungry? Is that it? Pipirupi, pipirupi. Pipirupi, pipirupi, pipirupi. Fuh dich dreimal. Ja, könnte auch ein Pokémon sein. I take it as a yes. Pipika. I'm sorry, I don't have anything to give you. Pipirupi, pipirupi, pipirupi. Ey, lass es einfach sein. You know, I'm actually starting to feel kind of peckish myself. Tja. Rennt ihr das Vieh jetzt hinterher? Ich weiß nicht. Pipiru, piru, pipiru, pi. Pipiru, pi. The roo seems to be hungry. Sorry, little guy, I'm fresh out of food.
Pipi-Hupi. Nein. Ja, oh. Stören wir das. Was kann denn sein, dass das neue Item, was wir gefunden haben? Das da. Despite the blue moon, representing order as it wrecks on the hand. Okay. Also nichts Besonderes. Ja, das ist hier. Ja, wie soll ich sagen, das ist. Ein heiliges Artefakt. Ja, das muss so ein Steinding sein oder so. Da musst du wahrscheinlich irgendwo einsetzen. Vielleicht in den Altar. Das sehen wir könnte da sein. Ah, der ist ziemlich weit weg, oder? Ja, wir gucken einfach mal, wo wir hinkommen. Vielleicht finden wir auch noch für dieses kleine hungrige Viech was. Vielleicht für finden Doku-Rutscher. Wir einen Fisch. Ja, ja, ihr wieder. Ihr wieder mit euren Zauberdingern. Zauber. Ein von den Teilen lässt sich öfter treffen. Ja, die sind aber auch blöd. Also die Zauberer sind da nicht ganz so schlimm wie die Teile. Ich glaube, mit dem Magier hättest du da mehr Chancen gehabt gegen diese Zauberviecher. Findest du? Na, aber das ist halt ja halt eine hohe Range und so. Ja. Ach, ich sehe gerade, es gibt wenig sogar Geschwindigkeit. Ja, das ist richtig. Außerdem gibt es einen dritten Charakter. Den haben wir auch noch freigespielt. Ja. Ach so. Also das sind alles Buffs, die du da einsammelst. Siehst du? Alter, den habe ich aber eben gerade zerfetzt. Hm? Oh mein Gott. Level 5, okay. Ja, das geht ganz gut voran. Wir sind ja echte Profis, oder? Und es geht sogar mit Kombos. Ja. Ja. Nach oben, oder? Hm. Wollen wir mal nach rechts? Why not? Können wir machen. Ja, so. Den zu hauen. Wollen wir nach oben? Ach, da ist noch so ein Ding. Sind wir nicht von oben gekommen? Naja, hier können wir springen. Och, verarscht er uns. Ja, komm rüber. Ja, ich kann ihn mal nicht wieder irgendwie spawnen hier, gleich, wenn er immer tot ist. Erst mal den Raum verlassen. Das hoffst du zumindest. Erst mal den noch wieder Raum verlassen. Kann ja auch sein, dass du einfach nur, wenn du aus dem Bild gehst, hier gleich wieder respawnen. Das wäre gemein. Alles bezweifle ich. 10 Punkte Abzug. Wir können ja mal so ein Punktesystem für Spiele einführen. Nein. Meinst du? Nein. Dazu sind wir noch nicht erfolgreich genug. Erfolgreich? Nein. Was ist das? Ach so, ja, was für Cursor. Ich habe den Namen gesagt, ich weiß. Nein, da sage ich ja gar nichts. Den Namen des Verbotenen. Dessen Namen man nicht nennen darf. Hast du, ich guck bloß, ob es draußen regnet. Gab es nicht irgendwo einen Schalter? Na, möglich. Aber der hat ein anderes Tor geöffnet. Wir gehen nochmal hoch. Ja, das kann man machen. In eine andere Richtung mal. Ja, in die andere Richtung hoch, wo wir hergekommen sind. Hm. Da, siehst du da hinten den Schalter, sag ich doch. Zurück, zurück, andere Richtung. Ja, ich hab, ja, dann müssen wir erstmal hoch. Ja, es ist trotzdem in einer anderen Richtung. Ja, aber ich werde mal die Gegner nicht mehr. Das kannst du natürlich machen. Wir brauchen eh ein bisschen mehr Leben. Du hast fast voll. Der rote kleine Balken? Nein, nein, nein. Dein Health steht da. Ach 78 so. Von Ach so, 86. Okay. Ich gucke ja auf das Falsche die ganze Zeit. Ja, kann man so sagen. Ja. Was soll's. Man kann ja nie genug haben. So. Sag ich doch. Ah, okay, okay. Langsam kriegen wir's raus. Ja. Ich mag das Spiel. Ich habe also ich hab's mir jetzt nicht so gut vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich habe zwar noch nicht gespielt, aber aussehen tut's schon mal toll. Also das Kämpfen macht halt Spaß. Das ist es eben. Oh. Okay, Acquire, Rhoda Fruit. Yeah, wir können dem kleinen Vieh was bringen. Das hätten wir wohl früher mitnehmen sollen. Naja. Was soll's. Die Rhoda Fruit. Wir nehmen jetzt schon fast eine Stunde auf. Ja, ich dachte, wir würden 2 Stunden machen. Na, aber nicht heute. Hm. Wir können von mir aus das nächste Mal noch mal was aufnehmen. Komm, bis wieder harte Dialoge kommen oder so. Das kann ja auch ewig dauern. Ja, wenigstens ein bisschen noch kommen. Aber wir wollten auch noch was anderes aufnehmen. Ja, gibt es hier von 2 Folgen. Ja, wir können doch das noch morgen aufnehmen. Nee, ich bin gerade voll im Fahrt. Oh, du bist so ein Mistkerl.
Wieso? Das macht Spaß. Ja, aber ich will auch nochmal spielen. Dann kannst du morgen alles spielen, okay? Ist das ein Deal? Nein. Doch. Soll ich dir sagen, warum? Warum? Weil wieder Horror-Games da im Start sind. Ja, du kannst spielen. Aber du kannst spielen. Alter, das macht mich jetzt nicht glücklich. Tja, sollte es aber. Außerdem muss ich auch bald los. Ja, dann machen wir, bis du los bist. Okay, können wir machen. Die Frut. Warte. Rede einfach mal mit ihm. Vielleicht sagt sie ja dann was. Ich nehme die einfach mal. Okay, ja. Pipiro, Piro, Pipiro, Pi. Pipiro, Piro, Pipiro, Pi. Zulu seems to be hungry, und? Hey, what about this? Would this work for you, Junge? What will you do? Forget it. Never the road of food. Yay! Pipiro, Pi. Pipiro, Piro, Pipiro, Pi. Ja, Herz war da, glaube ich. Ja, Pipiro, Piro, Pipiro, Pi. Yay! Es digitiert. Wow. Is that a piece of Claria, or? Was ist Claria? Ich weiß es nicht. Claria? Unica X. Ach. Unica's X has been stranged. Yeah. Pipiro, Piro, Pipiro, Pi. That's amazing. I never knew you guys were so talented. Pipiro, Piro, Pipiro, Pi. Thank you so much. Also anscheinend... Auch mal synchronisieren. Könntest du ihn auch mal synchronisieren? Wen? Pipiro, Piro, Pipiro, Pi. Nein. So, dann kurze Frage. Zeig mal deine Axt. Da wird zwei Stütter. Also scheint so zu sein, als ob man die Waffen da upgradet und nicht neue Sachen bekommt. Ich kann mir doch schon durchaus vorstellen, dass du auch neue kriegst. Aber vielleicht, naja, nicht so viel. Naja, Pipiro, Piro, 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 Piro. Okay. Ja, das war's schon. Ja, er sagt seinen Standardsatz halt. Hast du ein Glück, dass er dich nicht umbringt und dich dann mit dem Satz wieder belebt? Ja, der belebt mich nur wieder. Das ist ein nettes Tier. Das ist flauschig und kuschelig. Schutzengel. So, jetzt hier. Spür meine neue Axt. Halt. Du machst aber wesentlich mehr Damage, oder? Ja, aber richtig. Los, stirbt. Und jetzt dreh, Brumm, Kreisel, Angriff. Power of the Kreisel. Power of the Kreisel. So. Okay. Dann gehen wir den Netz lang. Na, eigentlich können wir jetzt nur nach oben, oder? Eigentlich schon. Wir müssen halt durch das Tor, was wir geöffnet haben. Wie war's mit erstmal zurückgehen? Ja. Wir können doch da bestimmt die Platte oben reinpacken. Guck, da war doch vorhin was. Ja, stimmt. Jetzt wird alles klar. Alles wird clear. Genau. Alles ergibt einen Sinn. Aber dann gehen wir doch hier in die falsche Richtung, oder? Meinst du? Bin ich nicht richtig gegangen? Wir sind doch von oben gekommen und nicht von unten, oder? Ja, aber da gab es. Ach ja, stimmt, ja. Okay, hast recht. Ach stimmt, ja, ich war jetzt etwas verwirrt. So. Das läuft doch. Laufen wollen wir dann. Ein Hauch von Tüll oder in den Müll. Safe? Jo, wir spielen schon 59 Minuten, ja? Ja. Scheint auch zu passen, die Platte. Ja. Yep. Set the Blue Moon Crest in the Art House. Ja, das haben wir. Oh. Können wir nach unten. Moment, müssen wir nicht nach oben? Egal. Boom. Hey, das ist ja beim Teleporter. Oh nein, zwei Leute. I think we lost him. Muscular man. Wieso muss ich das Spiriting New Girl lesen? No England Run, how the hell can he await us for this long? Doesn't he ever get tired?
There's no way he would. Could. Alter, wie sich das anhört. Gone much farther. I say we keep looking. Sorry, but I've lost what little interest I had. There's no glory to catching a sorcerer who'd rather run for cover than stand and fight. He's clearly not a worthy opponent. Man, you need to lighten up. It's the thrill of the hunt, you know? Ooh, excuse me. Jetzt geht's auf die Fresse. I'm sorry to interrupt, but you're not from the search party, are you? If not, then you might want to get out of here. This tower is a pretty dangerous place to be. Hey. Ha 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 ha. Is this girl for real? This is so fun. This is too funny. Just look to her, at her. Look at her clothes and what dumb expression on her face. She's total hick. I'm what now? Identify yourself, little girl. Friend of that sorcerer's? What sorcerer? I'm Unica Tova, apprentice to the Holy Knights of Ys. Unica Tova? Who? So they've got a little shit like you working in service to the goddesses, do you? Do they? I guess they must really be hurting for a help up there. Okay, I told you my name. How about you return the favor? If you've been on the surfaces this whole time, I guess that means you missed up your chance to take refuge in the shrine. Man, I hear the people of Ys were a bit on the simple side, but this is just sad. Yeah, it's no funny when they come right up to you and practice Sally back you to kill them. There's no sport in it, you know? Hey, maybe we should try out one of those demon familiars that Sava let us use. Suit yourself. I have no idea what's going on right now. What are you two talking about? Capture the goddesses and kill any interlopers. Those are our orders. The goddesses, you mean Lady Rhea and Lady Fina? Seriously, who the hell are you and what are you doing here? That's enough chatter out of you, hick girl. Coming to this tower. Tower? Tower will be the last mistake you ever make. Oh, jetzt geht's ein paar auf die Fresse. Oh. Ja. Der erste Endboss. A Demon! Oh mein Gott, das habe ich nie erwartet. Have fun. Na toll. Hey, das ist mein Part. Ich wollte nur sagen. The Gillian, the Ringed Family. Alter, das ist ja mies. Okay. Wir werden gleich wieder Fähigkeiten los. Ach, da oben ist sogar eine KP-Anzeige von dem Vieh. Ja, ein Helfer. Einfach wegrennen. Nee, da kann ich mit dem Wirbelwind durch. Ja, das bringt dir aber nichts. Ja doch, ich kann fliehen und ich kann so eine Situation dann noch halten. In einer Situation. Einmal drauf kloppen. Ja. Ich glaube, dass ich den Wirbelwind durchbringe nicht, weil du hast nur noch 38. Ja, wir hauen einfach noch. Oh, der. Wir werden das erste Mal sterben, würde ich sagen. Meinst du? Ja. Also jetzt kann er auch noch Feuerangriffe. Alter. Das nervt irgendwie. Oh. Alter. Aber komm, wir haben die Hälfte geschafft. Ja. So schwer kann das jetzt nicht werden. Alter. Ach, Autosave sogar. Ja. Dankeschön, Spieleentwickler, für den Autosave. So gut?
Ja, deswegen. Also, das, hat sich so, das hat sich so ironisch angehört. Nein, warum habt ihr bloß ein Autosave eingebaut? Nein, Autosave! Ist es euch nicht schon leicht, zu leicht zu gewinnen? Ich muss von diesem blöden Clown ausweichen. Ja. Die macht er mal kurz vor Transmutation. Aber du kannst es auch nicht richtig aber auch aussehen. Es sei denn, wir ziehen die Zeit. Hey. Das ist ja mies. Ja. Los, transmutiere. Transmutiere? Ja. Mein Gott. Das ist ein scheiß Teil. Ah. Kriegst du nicht zu viel. Sie ist schon mies. Ja. Das Spiel ist auch nicht so leicht, muss man dazu sagen. Ja, das stimmt. Naja, japanische Rollenspiele. Leicht? Okay, wir spielen auf normal, ja. Okay, bei normal ist das schon gesalzen. Hm. Na, es gibt ja very easy, easy und dann halt normal schon. Also erst wohl, ja. Das war gut. Mhm. Ich denke, ich greife ihn erst nochmal an und dann mit dem Wirbel nochmal, weil ich da gut ausweichen kann. Richtig. Fledermäuse. Die sind überall. Hm, das funktioniert gut, muss man sagen. Ja, ja, das sollte vielleicht super klappen. Und schon fast die Hälfte weg. Ja, aber Hauptsache, wir werden halt nicht getroffen. Ja, ist richtig. Wir haben Zeit. Zumindest für den hier. Ich habe keine Zeit. Das geht super. Und ich spiele nicht mal. Du bist bloß Deko. Hey. Ich bin der wunderschöne Co-Moderator. Mal, das wird doch schon. Teilt er sich jetzt? Er teilt sich, ja. Verkackt. Na gut. Ich sollte trotzdem. Okay, wird schwer. Es wird sehr schwer. Das finde ich gar nicht mal so schlecht gemacht, dass der sich auch mal teilt. Ja. Ja, danke schön. Lob dir auch noch dafür. Natürlich, das war ein super Einfall, muss ich sagen. Ja. Kratz dir nicht an der Nase, du musst spielen. Ja, aber so. Ja, ich weiß, soll ich dich kratzen? Nein. Alter, das macht auch noch super Angriffe. So wie cool. Also ich finde, die haben sich echt was einfallen lassen mit dem Spiel. Das stimmt schon, das sind Japaner, die lassen immer was einfach. Wenn es eine Toilette ist oder so. Nein, Alter. Das kann knapp werden. Das wird echt knapp, glaube ich. Jetzt. Oder auch nicht. Ja. Geschafft. Erster Bosskampf. Zwischenboss oder so. Alter. Und jetzt war das Gebrabbele groß. Way. Wo der? Ja, also. Stimmt. I don't know how I did it, but I did it. Ja, das gleiche denke ich auch. But who in the world were those two? And why would they be hanging around with demons? Plus, why would they want to capture Lady Rhea and Lady Fina? Sag mir das mal. Ja, ich glaube, es liegt daran wegen und so. Okay, ja, das akzeptiere ich. Ey, das sind zwei Truhen. Belohnung. Acquired Bronze Key. Einen Schlüssel. Und? Acquired Mask of Eyes. Die Maske der Augen. Ja. Guck mal, vielleicht kannst du die anlegen. Accessoires. Magical Mask allows Rhea to see hidden passages and objects as living creatures. Hätte ich nicht ausgerüstet. Wieso? Naja. Ach, als living creatures, okay. Richtig. Ich werde trotzdem mal gucken, wie das aussieht. Du siehst ja die Gegner jetzt nicht. Ja, da ist zum Beispiel nicht. Top. Ey, so ohne Nutzen ist das gar nicht. Ist richtig. Aber wie gesagt, du siehst deine Gegner nicht. Ja, vielleicht brauchen wir das jetzt sogar bald. Wir können erstmal die Gegner entfernen. Wo sind wir hier eigentlich? Wieder am Anfang, oder? Ja. Ja. Dann würde ich sagen, zurück zum Speicherpunkt und... Ja, vielleicht sind dann die anderen Leute jetzt. Ja, mal gucken. Nicht, rufen wir mal über die Muschel an. Welchen Level? Fünf haben wir noch.
Ja, das ist doch noch ein bisschen. Der rote Balken, oder? Ja, ist das der rote Balken? Ja, next 39 noch. Ist das nicht mehr viel? Ja. Aber ich muss auch los. Ja, ist okay, wir gehen zum Speicherpunkt. What will you talk? Nothing right now. Wir speichern einfach und machen diesen Part erstmal. Ja, wir beenden diesen Part erstmal dann für heute, oder? Ja. Sonst wirst du nicht nach Hause kommen. Wir machen morgen noch einen, okay? Mal gucken. Okay. Wir können ja schon mal unser erstes Fazit abgeben. Also das Fazit, ich mag's. Okay, man muss mit dem Dialog, mit den Dialogen, klar, damit muss man sich anfreunden, oder? Ich glaube, es liegt einfach nur am letzten Test, weil wir nicht so gerne vorlesen. Du. Ja, okay, ich. Du. Ja. Aber wir sind ein Team, also gleich wieder. Ich glaube, wenn es auf Deutsch wäre, würdest du es sogar gerne spielen wollen. Nee, ich habe nichts gegen Englisch. Du hast nichts gegen Englisch? Ich würde es auch auf Deutsch sogar gerne vorlesen. Oh. Aber Englisch vorlesen bin ich halt nicht so toll. Wie wär's dann, würdest du es weiterspielen, also? Also es ist jetzt nicht, also ich finde das Spiel schön. Ja. Vor allem 1 war es reich. Hat man eben einen Bosskampf gesehen, also. Ja, das war ein schöner Bosskampf. Aber selber spielen würde ich das wahrscheinlich nicht. Ja, das ist zu ungeschickt, oder? Erstens das. Ich glaub, und zweitens ist es einfach nicht so meine Region ein Spiel. Hast du nicht immer so Final Fantasy oder sowas gern gespielt? Ja, Final Fantasy, aber das ist kein Final Fantasy. Also es ist nicht so, ja, also wenn dann so Rollen... Bis auf die Kämpfe ist es doch Final Fantasy-artig, sage ich mal, wie für die... Bei den, ja, bis auf die Kämpfe, was ungefähr 80% aller Final Fantasies oder dieses Spiels ausmacht. Wieso, es ist auch ein großer Teil mit Reden in diesen Textfeldern. Das ist richtig, aber so Final Fantasy wird hier vorgelesen. Nicht in den älteren Teilen. Ich rede hier von 1 bis 6. Die habe ich nie gespielt. Hast du nicht 1 und 2 auf dem Gameboy gespielt mal? Ja, okay, ja. War nicht besonders weit. Achso. Tja. Aber wie gesagt, das Spiel ist super. Ich mag das Kampfsystem sehr schön, auf jeden Fall. Das Kampfsystem ist auch nicht schlecht. Ich mag auch die Zwischensequenzen, die sind super. Ich sag gar nichts gegen das Spiel. Es ist super, aber es brennt in der Hölle. Es ist einfach nicht meine Spielerichtung. Ja, ist ja cool. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir noch ein Spiel. Wollen wir lieber die Leute fragen, die uns gucken. Wir machen morgen noch eins. Tja, aber bis dahin sagen wir schauen. Wir verabschieden uns. Ich bin der Suzuka. Und ich bin der Sato. Bis morgen. Winke, winke. Irgendwann anders. Tschüss.